So, guten Morgen Dominik. Guten Morgen. Wir gehen Richtung Breithorn. Breithorn halb überschreiten. Und dann? Was machen wir dann? Pastor. Ja? Pastor. Von den Pastor hinunter Richtung Sella. Ja. Zwischenstufe. Super. Gut. Und so. Und auf den Schnee. Genau. Geradeaus ist nicht immer das Beste. Ich glaube besser rechts, ein Push rechts, rechts und danach wieder hier. Ich denke, dass ich da irgendwann die Linke auf Kraft ziehen kann. So langsam. Ja. Warte noch. Wir machen vielleicht noch 30 Meter oder so. Ja, ja. Wir werden den Steigeisen ausziehen. Das legt sich ja mit jedem Schritt. Schau genau, wie du steigst. Ja? Mit welcher Spitze du steigst. So ist gut, so. Ja, das könnte scheint, ja. Aber mit Frontal sagt ein Film, man ist. Genau. Schöne Tricke. Geh jetzt rechts. Ja. So? Ja. Gleich da unten, ne? Ja. Gut, du kannst schon weitergehen. Ja. Ist das gut so? Ja, ist perfekt. Du kannst hier? Und deinen linken Fuß noch weiter vorne, hast du eine noch weiter? Ja, ja, genau. Da. Auf die andere Seite hast du was. Das ist nicht mehr Überhang. Ja, Moment. Genau. Das war toll, die Beschreibung. Halbe. Hat es dir gefallen? Ja, sehr. Ja, halbe Überschreitung und wir sind ganz geblieben, obwohl wir halb überschritten haben. Ja, wir sind noch da. Wir ha? Sind ganz da. Wir sind ganz da. Genau. Das ist ein Stück vor den Castor. Ha? Genau. Wir gehen schon von der Zellerhütte, hier auf meiner rechten Seite hinten. Wir machen heute den Lyskamms-Überschreitung. Und danach, diese Person hier, der Dominik, möchte was Spezielles machen und in einem Tag den Binsenpyramid. Und danach wieder zurück. Ah, Balmenhorn, Schwarzhorn, Dufourspitze, Dufourspitze. Margherita. Super Tag heute. Ja? Super Tag. Bewegst deine Füße wieder, nur wenn der Pickel wieder ja. Gut drinnen ist, ne? Am Schnee.
Spur weiter. Geh weiter. Bergheim. Super. Welche Gipfel sind die? Weiß ich ja. Lyskamms Ost. Lyskamms Ost, super, ja. Genau. Schön. Schauen wir mal die andere Seite hier. Aha. So schön. So schön. Also heute spiele ich doch schon. Ja, du bist ein Mensch. Ich bin heute schon.